Eine der häufigsten Fragen, die ich mittlerweile gestellt bekomme, ist: Maggie, wie richte ich denn für meinen Drucker Orca-Slicer ein? Und wie starte ich da entsprechend die Profile, wie ich die einrichten kann? Und natürlich sind da auch jede Menge Leute drunter, die Bambolab-Drucker benutzen und diese gerne im LAN-Only-Modus benutzen würden. Und genau aus diesem Grund schauen wir uns heute am Beispiel vom X1C an, wie ihr euren Drucker im Orca-Slicer einrichten könnt. Das geht natürlich für jeden anderen Drucker auch für alle anderen Bambolab-Drucker. Ihr müsst im Prinzip nur Schritt für Schritt dem folgen, was ich euch gleich zeige. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makorama.de. Ein ganz wichtiger Grund, warum man sich überhaupt mal mit dem Orca-Slicer beschäftigen sollte, ist, dass beim Bambolab zum Beispiel mal die Daten halt dann nicht mehr über die Cloud zwingenderweise gehen müssen, damit man den Drucker fernsteuern kann, sondern man kann den Drucker ruhig in den LAN-Only-Modus stellen. Das ist das, was ihr immer gesagt habt: Ja, Maggie, ist doch gar kein Problem mit den Daten, stell den Drucker doch einfach in den LAN-Only-Modus. Ja, aber dann kann ich ihn halt nicht mehr zu Bambo-Studio connecten und ich muss ihn halt mit Orca-Slicer bedienen. Oder halt über MicroSD-Karte. Und die MicroSD-Karte, wisst ihr alle, sind seit dem Ender 3 mittlerweile outdated. Da hat man einen schönen USB-Stick, weil sie einfach zu fiddelig sind, um die da reinzupacken. Ja, ich finde es einfach nervig, mit den MicroSD-Karten zu arbeiten. Da hätte ich mir dann einen ganz normalen, naja, SD-Karten-Slot gewünscht oder einen USB-Slot gewünscht. Das wäre natürlich super gewesen. Aber sei es drum, wie richten wir den Drucker denn jetzt ein? Naja, zuerst mal braucht ihr Orca-Slicer. Ganz normal, ja. Und den könnt ihr auf dem Link unten in der Videobeschreibung könnt ihr euch den runterladen. Da kommt ihr auf die GitHub-Seite von SoftFever, vom Orca-Slicer. Und dort geht ihr auf Releases und könnt dann den letzten Release euch quasi herunterladen. Ich zeige euch mal, wie das gerade geht anhand von einem Screenshot. Und dann seht ihr schon, okay, das ist gar kein Hexenwerk. Wenn ihr den runtergeladen habt, öffnet ihr das Ganze auf Mac. Braucht ihr jetzt einfach nur in euer Application-Verzeichnis zu ziehen. Und unter Windows müsst ihr das Ganze natürlich installieren. Wenn ihr den dann installiert habt und lauffähig habt, startet ihr den Slicer logischerweise und dann seht ihr erstmal schön die Begrüßungsmaske mit euren ganzen Projekten. Beziehungsweise ihr habt noch keine Projekte drin, ich natürlich schon eine ganze Menge an Projekten, die ihr demnächst auch noch auf dem Kanal sehen werdet. Deswegen, wenn ihr es nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren, ganz wichtig. Und wir starten jetzt hier einfach mal ein ganz neues Projekt. Und wenn wir das neue Projekt gestartet haben, können wir Drucker hinzufügen. Und diese Drucker fügen wir über das Zahnrad hier oben hinzu. Und da sage ich jetzt einfach mal, okay, da kommt so ein Begrüßungsdialog und dann könnt ihr sagen, okay, welchen Drucker ihr da installieren wollt. Ich sage jetzt hier einfach mal, bei mir der Bambolab X1C, beziehungsweise den X1C habe ich hinzugefügt, deswegen mache ich jetzt den Bambolab X1, den füge ich jetzt einfach mal hinzu. Den habe ich zwar nicht, aber das ist ja fast baugleich mit dem X1C, bis auf so ein paar Kleinigkeiten, ja, aber es sollte zu Demonstrationszwecken ausreichen. Und dann sage ich, okay, ich bestätige das Ganze hier unten mit Confirm. Und schon habe ich den Drucker quasi in meinem Slicer drin und kann den anfangen, den einzurichten. Wenn ihr jetzt eine Verbindung zu eurem Drucker herstellen wollt, gibt es auch wieder den Bambo-Weg, indem ihr über den Device-Tab quasi oben geht und dann natürlich über das Plus-Icon euren Drucker auswählt. Der muss natürlich im Netzwerk verbunden sein und dann seht ihr den auch. Also bei mir ist das zum Beispiel die Seriennummer, die ich dann sehe und dann klicke ich einfach drauf und dann kann ich mich drauf verbinden. Ihr braucht euch dafür nicht wie im Bambo-Studio dann entsprechend mit eurem Bambo-Account einloggen. Geht komplett alles intern im Netzwerk, geht nichts mehr nach draußen. Ist ein Riesenvorteil, denn ich habe mir den X1C natürlich auch angeguckt und habe mir den vorgeknöpft und habe mich mal da reingehackt. Und siehe da, die ganzen Daten gehen natürlich erstmal über einen US West 1 Server von Amazon Web Service, also einen aws.us-west1 Server. Der steht in Kalifornien und von dort kann ihn sich Bambolab quasi die ganzen Daten auch natürlich auch einsehen und abrufen. Ob sie das machen, ist immer dahingestellt. Aber ich muss sagen, das gefällt mir persönlich erstmal, weil es meine Daten sind, erstmal gar nicht. Muss ja nicht sein, ja. Der Drucker steht hier neben im Nebenraum. Da brauche ich das Ding ja nicht in die USA schicken. Damit es aus den USA wieder hier in den Raum kommt, ist ein bisschen Umweg. So, wenn wir den dann hinzugefügt haben, den Drucker, ist das eigentlich schon auch alles, was wir machen müssen. Wir müssen natürlich unsere, ich sag mal, Filamentprofile nochmal einfügen. Wenn ihr Bambolab-Filamente oder sowas in der Richtung nutzt, könnt ihr hier entsprechend unter Prepare natürlich unten nochmal die Filamente aussuchen. Ich habe hier schon ein paar vorkonfiguriert, zum Beispiel mal hier jetzt das 3D Fuel Work der ABS oder auch das Generic PTG von Bambolab. Das habe ich schon mal hinzugefügt, weil ich damit schon mal was gedruckt habe. Oder aber auch auf dem X1C, das kann ich euch auch gerne mal zeigen, kann ich hier entsprechend schon mal das Bambo PLA Basic oder aber auch zum Beispiel mal das Generic PLA, weil ich das Recyclingfabrik PLA dort entsprechend eingefügt habe und dann einfach mal einen Temp Tower gedruckt habe. Und das ist schon mal so ein guter Punkt, denn man kann hier oben über Calibration
so ziemlich alles Mögliche an Sachen drucken. Klar, wir haben auch den Calibration Tab oben im Slicer drin, aber im Menü eigentlich können wir auch einen Temperatur Tower, Flow Test können wir fahren. Wir können Pressure Advanced Test fahren. Das braucht man jetzt beim Bambu nicht unbedingt, aber das sind halt alles Sachen, die man dann auch auf allen anderen Druckern, also falls ihr noch einen anderen Drucker habt, wie ein Ender oder ein Prusa oder ein Flashforge oder was weiß ich auch immer, könnt ihr das dort entsprechend alles schön durchtesten. Ich packe euch auch nochmal unten in die Videobeschreibung den Link zu Eddies Print Tuning Guide. Da könnt ihr natürlich eure Materialien auch testen, aber ich sag mal ganz ehrlich, wenn ich die Tests da so durchgefahren habe mit Temperatur, Flowrate und natürlich nochmal ein bisschen Pressure Advantage und Retraction Test, dann habe ich das Filament schon eigentlich ganz gut eingestellt. Dann mache ich nochmal hier den Toleranztest, damit ich gucken kann, okay, wie gut sind die Toleranzen, um nochmal ein bisschen fein zu justieren. Und dann habe ich mein Material eigentlich soweit ich will eingerichtet. Da brauche ich jetzt nicht irgendwie tagelang und keine Ahnung, kiloweise Material zu nutzen, um das einzustellen. Da reichen mir so ein paar kleine Testdrucke, die ich mache, und dann drucke ich einfach. Und die Ergebnisse sind auf allen Druckern so gut, dass ich sage, okay, ich bin zufrieden damit. Ja, das ist schon mal ein guter Vorteil, den der Orca-Slicer anbietet. Bambu Studio bietet es auch, ja, aber nicht so ausführlich, finde ich jetzt zum Beispiel mal, wie es hier Orca-Slicer macht. Ein weiterer Punkt ist, wie eben schon gesagt, man kann den Bambu dann entsprechend auch im LAN-Only-Modus benutzen oder wie ich mit der X1 Plus-Software dann entsprechend im LAN- und Shield-Modus. Das heißt also, es wird nochmal zusätzlich nochmal das Ganze wirklich dafür gesorgt, dass über X1 Plus dann auch wirklich keine Kommunikation nach außen geht. Das finde ich persönlich beruhigend für mich, dass ich dann sage, okay, meine Daten sind safe. Ja, weil es muss ja nicht unbedingt sein, dass die Daten immer nach außen gehen. Das ist einer der großen Kritikpunkte, die ich an den Dingern habe, dass halt alles Mögliche über die Cloud läuft und das braucht man eigentlich gar nicht. Ja. So, und dann ist ein Punkt, den ich persönlich schon genutzt habe. Ich weiß, der eine oder andere wird sagen so, ja komm, okay. Aber ich habe natürlich auch von Drittherstellern ohne einen Barcode auf dem Bambu Druckplatten. Und da kann es natürlich durchaus sein, dass Bambu ein bisschen auf Nummer sicher fährt, also der X1C auf Nummer sicher fährt und vom Abstand her nicht ganz so weit runterfährt, wie er möchte oder wie er es sonst eigentlich mit den Bambu-Standardplatten machen würde, weil er da genau weiß, wie dick die sind, alles drum und dran. Und damit ich ihm das einstellen kann, kann ich hier ganz einfach in den Druckeinstellungen beim Bambu Lab sagen, okay, ich möchte mir jetzt hier ein Z-Offset in den Einstellungen definieren. Direkt auf der ersten Seite vorne, gar kein Thema. Und das ist schon mal ziemlich genial, weil das kann ich im Bambu Studio nicht machen. Ich kriege auch im Bambu Studio, wenn ich den in den Only-Modus setze, keine Verbindung zum Drucker. Das heißt also, ich habe hier schon mal zwei dicke Punkte, die mir wirklich persönlich wichtig sind, dass ich mit dem Drucker ordentlich arbeiten kann. Der nächste Punkt ist, wenn ich den Drucker verbunden habe und gerne was drucken möchte, kennen wir alle diese standardmäßige Auswahlmaske, okay, welches Material möchte ich haben, welchen Drucker möchte ich haben und senden. Beim Orca-Slicer habe ich nochmal die Möglichkeit zu sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel hinten diesen Adapter angeschlossen habe, wo ich sage, okay, ich kann hier über Seite einführen oder ich kann über die AMS einführen, kann ich sagen, nee, die AMS soll mal komplett auf dem Spiel bleiben, ich möchte über die Seite einführen. Oder aber auch, wenn ich sage, okay, ich weiß, mein Filament ist eingestellt und ich brauche nicht nochmal irgendwie einen Dynamic Flow Calibration Test bei jedem Druck starten, dann kann ich ihm das auch ausschalten. Das ist ziemlich nice, muss ich sagen. Das gefällt mir richtig gut, weil ich damit natürlich dann auch dafür sorgen kann, dass die Druckzeit verringert wird. Weil so ein Flow Dynamic Calibration Test dauert natürlich auch. Der druckt erstmal, liest aus und das kostet Zeit. Und wenn ich mir die Zeit sparen will, weil ich weiß, das Material druckt gut, das mache ich normalerweise einmal pro Rolle oder einmal pro Material, wo ich das einstelle und dann ist gut normalerweise. Der Bambu macht es halt bei jedem Mal und so kann ich ihm das dann entsprechend abstellen oder austreiben. Das ist schon mal ziemlich genial, weil ich dadurch dann auch bei kleineren Drucken gerade mal, wenn ich sage, okay, da brauche ich das nicht oder die Druckzeit ist geringer als dieser Test überhaupt, dann kann ich mir natürlich ein bisschen Material und natürlich auch jede Menge Zeit sparen. Ihr könnt jetzt mal eure Fragen zum Orca-Slicer unten in die Kommentare packen und wenn ihr noch irgendwelche weiteren Fragen habt, stellt sie wie gesagt unten in die Kommentare. Ich versuche es zu beantworten und ich kann gerne noch mal ein neues Video drunter machen. Ich hoffe, ihr könnt euren Drucker einrichten, egal ob das jetzt der Bambu oder ein ganz normaler Prusa oder Voron oder sonst irgendwas in der Richtung ist. Und in diesem Sinne hoffe ich, hat euch das Video ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, Däumchen wären Träumchen. Ein Kanalabo würde mich auch freuen. Vielen lieben Dank an meine Supporter hier auf YouTube und auf Patreon. Und natürlich auch vielen lieben Dank an meine Sponsoren PCBBay und Surfshark. Den Link zu beiden Plattformen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und in diesem Sinne, hold the line, happy printing und ciao.
Thank you.